Ich möchte über was ganz Wichtiges reden, wie wir alle wahrscheinlich. Denn 2020, da ist so was passiert, das so die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Adele war plötzlich dünn. Die Frau, die trotz Mehrgewicht super erfolgreich war, hat sich erdreistet abzunehmen und ist für viele eine Verräterin der Body Positivity Bewegung geworden. Wie kann sie es nur wagen, als Frau in der Öffentlichkeit eine eigene Entscheidung für sich selbst zu treffen? Nee, das geht gar nicht, ohne damit auch gleichzeitig ein Statement zu setzen. Ich meine, Seth Rogen hat für seine Rolle in The Green Hornet 20 Kilo abgenommen. Es hat einfach keine Sau interessiert. Aber na klar, ist ja auch ein Mann. Für Frauen, egal ob prominent oder nicht, ist es nicht so einfach. Jedes Mal, wenn ich als weiblich gelesene Person das Haus verlasse, scheine ich allein durch meine Existenz ein Statement zu setzen. Achseln nicht rasiert, linksgrün versiffte Genderfaschistin. Beine glatt rasiert, ah ja, du unterstützt wohl patriarchale Schönheitsnormen und sowas nennt sich Feministin. Pff. Dicke Beine in Hotpants, mutig. Aber auch ein bisschen eklig. Ungeschminkt, da will sich wohl jemand nicht dem Schönheitsideal anpassen, bist du krank? Geschminkt hast du es wohl nötig, wa? Also ich finde ja natürliche Frauen besser. Ronny, so heißen alle in Leipzig. Ronny, es interessiert keine Sau, dass du natürliche Frauen besser findest. Und hinter dem, was du jetzt natürlich definierst, steckt auch eine Stunde Schminken, Zupfen, Glätten und Rasieren. Also halt die Fresse. Es ist aber so, ich will nicht in jeder Sekunde meines Daseins ein Statement sein und vor allem keins, das von außen rein interpretiert wird. Wenn männlich gelesene Personen im Sommer oberkörperfrei rumlaufen, egal ob Plauze oder Sixpack, dann liest da niemand eine politische Aussage rein. Wenn ich hingegen im Schwimmbad oberkörperfrei rumliegen möchte, weil es halt heiß ist und jedes zusätzliche Kleidungsstück eine Last ist, muss ich mir von 50-jährigen Ronnies anhören, dass ich als linke Emanzia dann schon mit Blicken rechnen müsste und mir selbst Probleme schaffe. Auf Twitter schrieb User Fredo74, Zitat: Also ich finde es einfach nicht richtig, wenn Frauen Männer oberkörperfrei antörnen und sich dann beschweren, wenn sie von Männern sexuell belästigt werden. Fredo, mein Freundchen, ich will niemanden antörnen. Ich will einfach nur mein Fettgewebe frei rumbaumeln lassen. Bisschen frische Brise bei über 30 Grad spüren. Bisschen bräunen lassen, ohne Abdruck. Was kann ich dafür, dass du gelernt hast, weibliche Brüste zu sexualisieren? Wenn du dich selbst so wenig unter Kontrolle hast, dass du dich nicht nur von dem ganzen Gewabbel hier antörnen lässt, sondern anderen auch noch Frauen sexuell belästigst, ja, dann ist das eine klare Täterschaft und nicht meine Schuld als Opfer. Mich machen zum Beispiel Menschen mit Reichsflaggen unfassbar aggressiv, aber trotzdem gebe ich meinen Impuls, meine Kickbox-Skills am lebenden Objekt mal auszutesten, nicht nach. Schaffe ich einfach. Nimm mir ein Beispiel, Fredo. Auch meine ungeschminkten Poren, das ist kein feministisches Statement. Vielmehr geschieht es aus Faulheit gepaart mit geballter Inkompetenz, sobald es um mehr als Lippenstift und Wimperntusche geht. Ich meine, wie kriegen Menschen das hin, zwei gleiche Lidstriche auf Anhieb zu ziehen? Ich kriege das eine Auge immer noch gut hin. Aber das andere, da wird der Strich so ein ganz kleines bisschen zu lang. Und dann muss ich den anderen ausbessern. Und dann wird er auch wieder ein bisschen länger. Und ich muss die andere Seite ausbessern. Dann wird die auch wieder ein bisschen länger. Und dann muss ich wieder auf die andere Seite. Und dann wird die auch wieder ein bisschen länger. Und würde ich das ewig fortführen, dann hätte ich irgendwann so einen Strich, der sich hier verbindet. Am Ende sitze ich nach einer Stunde mit Panda-Gesicht heulend zwischen einem Haufen verknüllter Make-up-Tücher mit schwarzen Flecken drauf im Badezimmer und verfluche die Bravo, die als Teenager mein einziger Schminklehrgang war. Ich meine, Jugendliche sehen heutzutage so krass gut geschminkt aus, als kämen sie direkt aus einer Hollywood-Maske. Wie hätte ich das mit der Bravo-Fotoanleitung jemals hinkriegen sollen? Statt Level Beyoncé sind meine Skills auf dem Level Joker hängen geblieben. Danke Bravo für nichts außer klebrigen Lipgloss und Neon-Lidschatten. Dank Bravo und Germany's Next Topmodel kam ich in der Pubertät auch gar nicht auf die Idee, mich nicht zu rasieren. Die Rasur war eins der Einstiegsrituale auf dem Weg zur Frau. Und ich wollte doch endlich eine Frau sein, so wie die in der Venus-Werbung. Als ich endlich genug Haare auf den Beinen gesammelt hatte, ließ ich mir einen Bart ein, schnappte mir den schon lang besorgten Rasierer und glättete mein Bein. Dazu summte ich: I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Ohne genau zu wissen, wessen Desire ich denn mit meinen pickligen 13 Jahren sein wollte und ohne darüber nachzudenken, dass ich mit 13 einfach noch ein fucking Kind war, dass niemand ein Desire sein sollte. Selbst in den Nullerjahren bekam ich als Mädchen noch von allen Seiten eingetrichtert, dass man einen Mann an der Seite bräuchte und das geht eben nur, wenn man auch begehrenswert ist und begehrenswert ist man nur, wenn die Haut so glatt ist, dass man auf ihr ausrutscht. Eins war jedenfalls klar, Haare an Frauen sind eklig und müssen ab. Was an männlich gelesenen Körpern natürlich ist, ist an weiblich gelesenen Körpern abnormal und widerlich. Na Logo, eine Frau mit Haaren an Beinen und Achseln ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Es ist ein Zeichen der Rebellion, des Mutes. Aber vielleicht habe ich einfach keinen Bock mehr, Zeit und Geld in die Beinrasur zu investieren. Nächsten Sommer probiere ich vielleicht mal was Neues aus. Ich rasiere ein Bein und das andere nicht. Und dann schauen wir mal, was du da reinliest, Fredo, ne?
Wenn ich dann mit meinen dicken Beinen, vielleicht sogar noch in Hotpants, joggen gehe, egal ob behaart oder rasiert, dann nicken mir alte Weiße, so Sachsenmänner aufmuntern zu und halten den Daumen hoch. Ja, super, super, weiter so, aber nicht übertreiben, ja? Würde ich Pommes essen? Niemand würde mich so freundlich angucken. Dabei sehe ich dabei viel besser aus, als wenn ich komplett verschwitzt bin und mich mit knallroten Kopfkeuchen den Berg hochkämpfe. Ich möchte meinen dicken Körper nicht durch mein Joggen legitimieren. Ich möchte auch nicht, dass andere denken, dass ich das mache, um abzunehmen. Aber all das wird durch so ein Nicken, durch so ein Zujubeln geäußert, das die normgewichtigen LäuferInnen in der Regel nicht bekommen. Denn bei ihnen ist es normal, dass sie Sport machen. Einfach mal laufen gehen, kein Ding. Sobald man mehrgewichtig ist, oh wow. Es ist so mutig, dass sie sich das traut, draußen Sport zu machen, wo sie alle sehen können. Das ist nicht mutig. Ich habe einfach nur nicht genug Geld, mir einen eigenen Park zu kaufen, in dem ich meine Runden ohne dämliche Sachsenfressen ziehen könnte. Ich möchte keine Galionsfigur sein. Ich möchte nicht, dass mehrgewichtige Menschen nur akzeptiert werden, indem sie zeigen, dass sie sportlicher als alle dünnen Menschen in ihrem Umfeld sind. Und wenn ich dann abnehme, dann möchte ich damit nicht die Body-Positivity-Bewegung diffamieren und von innen heraus zerstören. Ich möchte nicht die gängigen Schönheitsideale unterstützen. Ich möchte einfach mal was für mich machen, nur für mich, ohne die Welt zu retten, ohne jemanden zu beleidigen, ohne ein Statement zu setzen. Einfach für mich, myself and I, also wenigstens irgendwas auf dem Level Beyoncé. Lass mich einfach in Ruhe. Manchmal bin ich einfach nur da. Ich gebe zu, manchmal würde ich schon gerne ein Statement setzen, aber glaubt mir, wenn ich jetzt machen will, dann merkt ihr es. Wahrscheinlich ist dieser Text ja schon eins für sich. Findet ihr eh selbst raus. I don't fucking care anymore. Dankeschön.